Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen die Korn Ferry Tour und das ist das dritte Event, das dritte Tournament. Und zwar sind wir jetzt in Kalifornien beim Riviera Country Club und haben ja die ersten neun schon mal gespielt. Und zwar mit hervorragenden 4 unter Paar saubere Scorekarte. Im Moment sieht es so aus, dass auf dem Leaderboard der führende minus 5 hat und wir sind dicht auf den Fersen. Also das macht mir Hoffnung, dass wir hier auf jeden Fall gute Chancen haben, vielleicht das erste Event auf der Korn Ferry Tour zu gewinnen. Wir sind an der 10, am Abschlag der Nummer 10, 306 Yard. Es ist zum Glück kein Par 3, es ist ein Par 4, aber man könnte sagen, es ist ein drivable Par 4, denn man sieht, dass wir hier fast bis da reinkommen und wir haben Rückenwind. Ob uns das jetzt natürlich wirklich hilft, dass wir den Ball da hinten zum Liegen bekommen, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben da hinten dran auch einen Bunker. Darum bin ich da jetzt echt ein bisschen am überlegen. Wir müssten eigentlich über links reinkommen und den reinfäden, damit er hier auf dem Grün dann da reinrollt. Aber die Fahne steckt ganz da hinten. Also wäre eigentlich die Alternative, vielleicht doch nur das Holz zu nehmen und zu schauen, dass wir auf jeden Fall hier sauber ins Fairway kommen. Denn wie gesagt, wir haben auch noch Rückenwind. Der wird sowieso rollen. Okay. Und trotzdem ein kleines bisschen faden. Und dann halt eben schauen, dass wir einen ordentlichen Pitch machen. Das Holz aus dem Grund, weil man haben wir ja gute Control-Specs drauf. Das heißt, mit dem Holz haben wir eigentlich immer eine gute Kontrolle. So, komm noch drauf. Ja, okay. Das heißt, wir können putten. Also, das merken wir uns. Holz 3. Just off the front of the green on the fringe. A long look coming up here for Eagle. Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Das Ganze ist halt, ja gut, putten ist eigentlich witzig, ja. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil das bewegt sich natürlich unheimlich hier über rechts. Und mit einem Pitch könnte man das natürlich vermeiden. 30. 30, 24, aber ich will eigentlich auch nicht drüber pitchen. Und wir müssen auf jeden Fall rechts. Das ist halt schon ganz schön schmales Grün. Und die Frage ist halt, wie viel er dann rollt. Es ist eben. Es geht nicht berghoch, es geht nicht bergrunter. Es geht einfach nur von rechts nach links. 22. Es ist 30. 30. Okay, da vorne ist auf jeden Fall. Ja, 22. Wenn er davor liegen bleibt, ist okay. Dann haben wir eventuell noch die Option. Aber er müsste auch ein bisschen einen Kick kriegen. Okay. Oh ja, bleib liegen, roll nicht in den Bunker. Und das war's. Und er ist weg. Tschüss. Das war der Grund, warum ich ihn eigentlich nicht pitchen wollte. Ja, erinnert euch vielleicht an die vierte Runde Wolf Creek. Da waren das an der 16. Da hatten wir genauso denselben Effekt. Ja, an der 16. Da haben wir ihn auch drüber gepitcht. Ja, schade, schade, schade. Wir werden wieder den Pick machen. Wieder 5 Fuß. Wieder ein bisschen da. So, okay. Okay. Yep. Oh, the hands came through beautifully there. Good thump of the sand. We had a good chance to save par. Ja, in dem Fall müssen wir wirklich schauen, dass wir einfach nur das Par. Oh. Ah, der Controller hatten wir ein bisschen. To start this back side. And he'll remain at 4 under.
So, da war aus einer vermeintlichen Eagle Chance, haben wir dann doch noch das Paar gerettet. Eucalyptus trees lining both sides of the fairway and a grass barranca about 200 yards from the green has to be navigated on your second shot. Ja, auch hier haben wir wieder so ein Tal bzw. so ein Creek, aber einen ausgetrockneten Creek und da müssen wir eben wieder schauen, wie wir den Drive platzieren. Drüber wird höchstwahrscheinlich nicht gehen, aber müssen wir auch nicht. Aber die Fahne ist kurz gesteckt. Wir sehen es gerade hinterm Bunker. Da muss man eigentlich mit einem Spin arbeiten. 206, ach, ah ja, ist ein Paar 5, sehe ich gerade. Okay, dann hat sich die Frage eigentlich relativ schnell erübrigt. Aber wir müssen halt gucken, dass wir den ordentlich hier ins Fairway bekommen, denn so viel Luft hat man hier nicht, um dann einen geraden Schlag zu machen, ne? Okay, so, wie sieht's denn aus? Ja, wir werden den hier ein bisschen rüberspielen. So sollte es passen. Ja, der Wind macht seinen Job. Ja, und springt ein bisschen nach rechts, aber das ist nicht das Problem. Wir müssen sowieso nach links. Ein 290. Ja, das macht keinen Sinn. Genau, wir schauen, dass wir möglichst weit nach links. Dann haben wir wenig Bunker zwischen uns und dem der Fahne. Wir haben dann sowieso Wind. Ah ja, okay, der Wind macht doch ganz schön was aus. Der Wind macht ganz schön was aus. Okay. Das heißt, wir werden den auf jeden Fall flach spielen, damit der rollt. Ja, jetzt nimmt er den gar nicht so viel an, aber ich glaube, wir haben hier auch einen Slope, sodass er sowieso rechts runterrollt. Hervorragend! Und das müsste jetzt ein 60er sein, aber ein Pitch wieder. Wieder ein Pitch. Ja, Long Flop wäre mir jetzt fast lieber, weil er dann eigentlich eher zum Liegen kommt. Wir haben aber Wind. Ja, 50er. Ich tue mich da wieder mal ein bisschen schwer. Ja, nee, Spinner macht keinen Sinn. Dafür haben wir zu wenig. Knockdown geht nicht. Finesse geht mit dem 60er. Der Wind drückt den ja unheimlich rüber. Aber er macht ihn eigentlich nicht kurz. So. Ich tue mich schwer. Aufs Grün zu kommen ist eigentlich nicht das Problem. Aber wir würden ja gerne ja, uns eine Birdie-Chance herausspielen. Ich tue mich halt ein bisschen schwer, wie jetzt gerade, wie gesagt, mit dem Pitch. Da wir ja vorhin... Gut, wir können natürlich auch versuchen, den mal ein bisschen höher anzuspielen. Spannend, dass der hier auf 50 Yards so eine Kurve macht. Also der Wind, stopp, Pitch, so. Ja. Also auf den Pitch, dass er da wirklich dann hier mit dem Wind arbeitet. Gut, 54er. Ja, vielleicht einfach wirklich versuchen, den hoch anzuspielen. Den Pitch. Ach, guck an. Okay, it's not stone dead, but that's not too bad. Ja, was heißt, der war jetzt nicht schlecht? Also, hör schon mal. Ja, also das ist eine Birdie-Chance. Es geht ein bisschen berghoch. Und wir haben wenig Break. Rechte Lochkante und etwas mehr. Weil der bricht auf jeden Fall. Bingo! Okay, that ball online all the way. It's a birdie here at 11.
Und somit sind wir in geteilter Führung. The 12-hole at Riviera is a tricky one at 479 yards. It's narrow with OB to the left and it forces you to carry a ravine on your approach into a green protected by a sycamore tree left and a large bunker right. Ja, das ist natürlich ein Grün, da muss man Shot-Shaping können. Da braucht man mit Sicherheit ein Draw oder ähnliches. So, der Wind ist ein Rückenwind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir ein Problem mit den Bäumen? Wir brauchen auf jeden Fall den Fade. Wir brauchen den Fade. Weil uns der Wind den eigentlich ziemlich nach rechts, nach links rüber drückt. Interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt. Noch ein bisschen mehr Fade kann eigentlich nicht schaden. Er muss natürlich die Kurve annehmen. Okay. Und der Slope lässt ihn ein bisschen nach links springen. Ja, das ist natürlich jetzt das Thema. Wenn die Fahne links steckt, dann haben wir den Baum direkt vor uns. Der Ball liegt also eigentlich viel zu weit links. Aber wir haben das Glück, dass die Fahne rechts ist und jetzt der Wind uns natürlich hilft, über rechts an den Stock zu kommen. Wir haben Rückenwind, Eisen 7, das ist zu viel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Eisen 8 müsste schnell zum Liegen kommen. Mhm. Eisen 7 ist Pin High. Okay, wir haben diese Varianz. Okay. Was macht das Grün? Es bricht nach links runter. Das heißt, er kriegt ein bisschen dann Speed. Tendenz also, dass der Ball nach links springt, wenn der aufkommt. Okay. Okay, er geht zum Stock und müsste doch relativ schnell liegen bleiben. Bub, Bub, bleib liegen. Well, I don't have my techniques out, but that looks like, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Chance now for another birdie. Ja, das ist Level, das ist eigentlich alles gut. Ich sehe hier ein ganz leichtes Break. Vorne sehe ich fast gar nichts. Das heißt, über linke Lochkante müsste er doch fallen. Nicely done. Two straight birdies here early on this back side. So, die 66 und die 68 ist im Clubhaus. At 459 yards, where the 12th bent left to right, number 13 goes the other way, trying to make you utilize all the shots in your arsenal. That's the mark of a really good design. This one again featuring a narrow landing zone leading up to a smallish heart-shaped green. So, auch hier sieht man wieder, dass man hier natürlich gut den Ball reinshapen muss mit dem Drive. Weil wir müssen hier hinter die Bäume kommen, genau hier auf diesem Bereich. Aber wir haben Rückenwind und der Wind hilft uns, den Ball in die Kurve reinzubringen. Das wird mit Sicherheit nicht an den nächsten Tagen ähnlich sein, auf gar keinen Fall. Diesmal hier in der ersten Runde ist eigentlich der Wind immer ganz gut für uns. Das passt soweit. Ja, einfach den Wind arbeiten lassen in der Hoffnung, dass er definitiv ja ein bisschen mehr über rechts, würde ich sagen, dass er hier nicht in den Baum hier links reinkommt. Der hängt natürlich ein bisschen über. Aber er macht ja auch Länge. Ja, okay. Er nimmt die Kurve an, das ist gut. Das passt genau. Wir haben gesehen, wie dicht wir dann doch an den Bäumen vorbei sind. So, er rollt noch schön. Das dürften 308 Yards sein. Sehr gut. Da kriegen wir ein paar Yards auf die Uhr. So from right around the middle of the fairway, this is second. Yep, weil ich bin mir sicher, dass wir für das Quest hier für diesen Platz mit Sicherheit wieder irgendwas um die 7000 Yards schlagen sollen. Auch hier gilt, wir haben den Rückenwind, das heißt mindestens einen Schläger weniger. Der Wind drückt ihn nach links, das heißt wir werden auf jeden Fall rechts, damit er uns nicht zu weit rüber geht.
Wir haben keine Bunker davor und er sollte auch nicht durchrollen, weil sonst haut er uns natürlich links in den Slope hier, links runter Richtung Bach. Okay. Lieber etwas mehr rechts und lieber etwas kürzer. Es geht auch ein bisschen bergab. So sollte das doch hoffentlich funktionieren. Ja, geht wieder Richtung Stock. Und ich würde sagen, das hat funktioniert. It's been a beautiful round of golf today. It's been a clinic with the irons and well, more evidence there, the swing, the strike. And look how close that is. Now this for another birdie. 2 inches über links. Eigentlich so gut wie kein Break. Vorne bricht ein bisschen, aber das sollte eigentlich nicht relevant sein. Oh, how about the run here? That a third consecutive birdie. And that's gonna 3 birdies in a row. 2 shots. Head now to the 14th, the par 3 at 192 yards. This green's on a slight incline and given the ocean air, probably plays a little longer than you think. The narrow green is flanked by 2 bunkers left and another to the right. So, es läuft hervorragend. Par 3, 181 Yards. Das ist also für uns zu erreichen mit einem Eisen 7. Wir müssen immer dran denken, Nerven behalten, ruhig bleiben, demütig sein und geduldig. Das soll heißen, jetzt nichts irgendwas Verrücktes anstellen, denn im Moment liegen wir gut und nur Bogies können uns eigentlich hier bremsen. Und deswegen schauen wir, dass wir hier vernünftig reinkommen. Wir haben ganz schön Wind, also mindestens wieder einen Schläger weniger und wir müssen hier zum Liegen kommen. Eisen 8 sollte das tun. Gut, wenn wir im Bunker landen, wir müssten eigentlich viel weiter über rechts kommen. Der Fade wird ihn etwas kürzer machen. Oh ja, also es ist schon ganz schön hier mit der Bunkerlandschaft. Man muss halt das Grün treffen und wir sehen es auch, hier hat es in der Mitte vom Grün hat es jetzt diese Welle. Das ist jetzt ein etwas anspruchsvolleres Grün. Ja, wird schon ein bisschen mehr nach links gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Eisen 8, wir haben 8 Wind. Vorhin war es doch ganz schön heftig. Ja, wenn wir etwas mehr nehmen, aber den natürlich deutlich höher anspielen. Ja, das müsste doch so funktionieren. Das müsste doch so funktionieren. Noch ein Ticken zurück. Okay, der fliegt genau in die Zunge und der fliegt genau aufs Grün. Sehr schön. Okay, a little local knowledge there. He gets that ball to work back onto the green. And now a birdie putt coming up. Auch hier wenig Break. Und es geht leicht bergab. Wenig Break über rechts. So, aber wir haben auf jeden Fall einen Break. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass der gar nicht breakt. Okay. Oh, everything going right now at a 4th consecutive birdie. And the lead in this opening round is all the way up to 3. Next up, the par 4 15th at 487 yards. It's another one that favors someone who can move the ball left to right off the tee. If you've got enough to work it over that fairway bunker right, it should leave you with an open look to a fairly accessible green. So, bisher können wir uns nicht beklagen. Es läuft wirklich gut. Wir haben die Sache im Moment im Griff. Wir schauen aufs Leaderboard. Sind denn alle anderen schon drin? Nee, da haben wir noch Spencer Powers. Der ist an der 10. Dann haben wir hier 2 an der 8. Das heißt, wir waren sozusagen in der Vormittagsrunde. Da kommen noch einige hinter uns. Das heißt, wir dürfen nicht nachlassen, denn die können hier noch ganz schön was nachlegen. Aber minus 3, minus 2, so gewaltig ist es nicht. Also im Moment spielen wir wirklich eine hervorragende Runde, muss man einfach so sagen.
Jetzt müssen wir wieder schauen, ein paar 4 mit 465, also das ist jetzt nicht ganz ohne und wir müssen gucken, wie wir da reinkommen. Aber wir haben ja wieder Rückenwind und wir müssten eigentlich eher gucken, dass wir hier in den Knick reinkommen. Danach 276, 465, also das ist noch ein ordentlicher Schlag dann, also das heißt, wir müssen doch die Länge mitnehmen, wenn möglich. Die Länge mitnehmen, wenn möglich. Mit dem Fade hier am Bunker vorbei. Aber auch nicht zu viel. Die Kurve nimmt er, das ist schon mal gut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit er durchrollt. Ich hoffe nicht bis zum Baum. Okay, er wird ins Rough rollen. Das nimmt uns wie viel? Too strong for this hole, eh? Run out of fairway and into the rough. Big hit though. 90 bis 97. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Schläger mehr nehmen. Eisen 7. Okay. Und hoch anspielen, damit er wenigstens ein bisschen zum... Ja gut, jetzt ist ja so ein Eisen 8. Ja, das kriegen wir nicht da hinten hin. Da wird definitiv bei 91 bis 98 gehe ich davon aus, da brauchen wir ein Eisen mehr. Oha. Ja, ja, der Wind ist jetzt extrem hier. Also im Verhältnis zu dem, was wir bisher hier hatten. Ja. Okay. Bisschen mehr. Bisschen rüber und hoch. Ja, der ist schon lang. Der ist interessanterweise doch sehr lang. Interessant. Imagine a missed club because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. Chance yep. Now for another birdie. So, also das heißt, 3 hoch, dann brauchen wir auf jeden Fall so viel. Das Ganze geht permanent nach links. Ja, bisschen mehr sogar. Okay. Da müsste er dann relativ... Naja, es geht hoch, okay. Das heißt, er müsste eigentlich beim Stock liegen bleiben. Oha, kommt mir doch ein bisschen kurz vor, ne? Nö, ja doch, von der Länge war es eigentlich ganz okay, aber doch ziemlich starkes Break. So, konzentriert das Pärchen spielen. Was sagt er? Level sagt er, aber er zeigt auch doch ein bisschen an, dass es hoch geht. Okay, wir gehen über die linke Seite. Okay, a solid par here at the 15th. And this will remain a 3-shot lead. On now to the 16th at 166 yards. It's the smallest green on the course, but the difficulties don't end there. It's also surrounded by 3 deep and large bunkers. Plus, that tree left of the tee box can get you if you're not careful. Ja, und da sehen wir schon. Also die Bäume, da müssen wir auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall kurz spielen. Über rechts. Ah ja, der Wind ist schon heftig. Eisen 8. Vorhin hat er ihn irgendwie nicht zum Liegen gebracht. So. Es geht eigentlich tendenziell immer alles Richtung Grünmitte. Ne? Also die Breaks, die Wellen, ja, es geht dann alles immer runter. Aber man muss natürlich die Länge haben. Ja gut, wir haben eigentlich keinen richtigen Rückenwind. Das ist Seitenwind. Das ist starker Seitenwind. Okay. Ja,
Je weiter nach links geht, desto mehr Grün haben wir. Okay, ich glaube, da können wir uns nicht beklagen. Oh, that's a good looking shot just left of the flagstick, and he'll have that left for his birdie. From about 8 feet. Es geht bergunter. Aber das Break ist nicht zu unterschätzen. Das Break ist nicht zu unterschätzen. Lassen wir den reinfallen oder... Ja, bis jetzt haben wir die Breaks immer unterschätzt. Die sind uns alle immer deutlich rübergelaufen. Okay. There, that is down for a birdie here at 16. Next up, the longest hole on the course at 590 yards, the par 5 17th. It plays slightly uphill the entire way as it works toward the clubhouse and features bunkers on either side of the fairway. So, sehr schön... Die Fahne steht ganz hinten rechts hinter den Bunkern. Da muss man auf jeden Fall den Ball reinfaden. Aber als allererstes müssen wir hier auf diesem Par 5. Ah, da haben wir es doch. Ach, ein Eagle müssen wir noch spielen. Ja, das Eagle hätten wir natürlich an der 1 gleich spielen können fast. Okay, jetzt bietet es sich natürlich hier an. Aber wir haben Gegenwind, deswegen wird es jetzt schwierig. 276, 610. Nein, 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 das wird nichts. Also hier wird es sehr, sehr schwierig, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir hier aufs Fairway kommen. Okay, der Wind drückt ihn nach rechts und wir wollen schauen, dass wir nicht in den Bunker kommen. Aber es ist ein Par 5, wie gesagt, wir müssen einfach nur mit dem dritten drauf. Und der dritte sollte uns einfach dicht an den Stock bringen. Oh, der bleibt aber gerade, oder? Ah, passt. 250. 276. Naja, wie gesagt, der Gegenwind haben wir gespürt. Das ist jetzt natürlich die Frage, will man jetzt hier unten liegen und dann muss man über den Bunker spielen oder will man lieber kurz liegen und versuchen, den hier oben zum Liegen zu bringen? Dann hätte man die Bunker nicht im Prinzip in der Spiellinie. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben Gegenwind. Hybrid. Eisen 4. 215, 331. Das wären dann also nochmal knapp 115. Auf jeden Fall ein Wedge. Aber wir haben dann das ganze Grün vor uns und müssen nicht wirklich dann und könnten dann im Zweifel auch etwas kürzer sein. Okay, schauen wir mal. Ja, jetzt schauen wir mal, dass uns der Wind nicht den Ball zu sehr nach rechts runterjagt. Okay, über den Bunker sind wir schon mal. Wir kommen auf dem Fairway auf und er bleibt relativ weit links oben. Sehr schön. Bis hierher klappt alles. Wie hat mal jemand gesagt vom A-Team? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, was bietet er uns an? Ein 54er. Extremer Wind, aber leicht eben auch gegen uns. Und es ist berghoch. Also das Grün liegt etwas erhöht. So, jetzt ist es ja so, dass doch hoffentlich dieses 50er Spin drauf kriegt. Vorhin hatten wir Spin und da hatten eigentlich kaum gebissen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich da hinten reinfliegen. Ja, wir müssten wirklich einen Schläger mehr nehmen. Ja, es war jetzt auch gerade eben mit dem Driver und mit dem Eisen 4, dass es im Prinzip ein Eisen bzw. ein Schläger weniger war. Okay. Wir werden sehen, was passiert. Wir stehen ein bisschen überm Ball. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er spinnt.
Ah ja, jetzt Winter. Okay. And a good iron shot, just not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Aber ich sehe so gut wie kein Break. Another birdie. And if you've ever used the putting mat as a holiday gift, this is the putt. Slightly up the hill, dead straight. Ja, dann geben wir hier was mit. Naja, die Frage ist, was macht er jetzt hier vorne? Wird er hier vorne schon ein bisschen nach links rüber breaken? Theoretisch eigentlich nicht. Vorne haben wir mehr Break. Und da ist der Ball langsamer. Er nimmt es eigentlich mehr an. Also ich würde jetzt hier linke Lochkante rangehen. In der Hoffnung, dass er hier vorne durchs Break durchrennt und dann vorne das Break annimmt. Wie viel? Okay. Und jetzt rechts, 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 rechts. Yes, and good playing here toward the end of the round. Birdies at 16 and 17. Such a unique closing hole. The 18th here at Riviera at 475 yards. You're asked to hit your tee shot onto a 30-foot rise that features hillside to the left and gully to the right. From there, it is a tough approach into the amphitheater green. Ja, darum haben wir es gerade gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Riviera normalerweise eben der Austragungsort für die Genesis Open. Aber das ist eben auf der PGA. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch so sein wird. Hier ist es ja jetzt die California Classic. Ja, ist ja auch eine andere Tour, ist die Korn Ferry Tour. So, also wir schauen nochmal hier aufs Leaderboard. Minus 10, nicht aufs Leaderboard, auf die Scorekarte. Das haben wir doch richtig gut gemacht hier bisher auf dem Back 9. Und was haben wir da unten? Cover Total Distance, das haben wir erreicht. Ja, Eagle the First Hole. Ja, das hätten wir ja beinahe geschafft, aber leider nicht. Ja, vielleicht in der nächsten Runde, wir werden es sehen. Wir haben ja definitiv, so wie es aussieht, 3 Chancen noch, denn ich glaube, der Cut wird diesmal nicht das große Problem für uns sein. Aber wir müssen uns jetzt nochmal richtig konzentrieren, weil diese 18 hat es in sich, denn man schlägt hier ganz schön nach oben und deswegen wird man da auch nicht so viel Länge machen. Und jeder wird natürlich auch versuchen, zumal wir jetzt auch noch Gegenwind haben, jeder versucht natürlich dann auch über die obere Seite, damit er hier den Slope erwischt und dann runterrollt. So, eigentlich brauchen wir gar kein Fade zu spielen, denn wir werden da gar nicht bis dahin kommen. Das heißt, er müsste sowieso viel früher in den Slope kommen und dann hier langrollen. Okay, wir werden es sehen. Wir werden es gleich wissen. Yep, wie gedacht. So, das heißt, wir haben jetzt nochmal 204 Yards. Das dürfte sein Hybrid, Eisen 4, Eisen 5. Sehr schön. 16 Fuß und Gegenwind. Tja, eigentlich müssen wir ein Eisen 4 nehmen. Ein Eisen 4, weil wir den Gegenwind haben und es auch noch hoch geht. Ein Hybrid will ich nicht schlagen, denn auf der anderen Seite haben wir ja Grün zum Spielen. Geht er in den Slope, springt er sowieso rechts rüber. Wir werden den auch höchstwahrscheinlich etwas flach spielen. Jetzt schauen wir nochmal, was kann denn da hinten eigentlich passieren? So viel kann da nicht passieren. Wenn der natürlich, ja, nochmal schauen. Ja gut, der wird ja halt gebremst, dann müssen wir ihn pitchen. Okay. Aber bremsen muss er trotzdem irgendwann mal und zum Liegen kommen. Wir spielen ihn trotzdem viel weiter links an. Zumal wir auch wieder überm Ball leicht stehen. Ja, er nimmt die Kurve an, er geht nach rechts und er läuft durch, ne? Ja, das war zu viel. Okay, jetzt haben wir einen interessanten Pitch, weil ich glaube, das Grün fällt ab. Ja, aber wenig, wenig. So, Pitch 15. 9. Okay. Ja, das Ganze läuft nach links. Mal kurz gucken. Ja, es geht ein bisschen bergab, aber nicht viel. So, wir können natürlich jetzt auch mal Folgendes machen wieder.
den Pitch kürzer, aber schön hoch anspielen. Ja, läuft doch durch. Oje, oje, doch, er läuft kräftig durch. Ja, das ist die Gefahr mit dem Pitch aus dem Rough, dass er natürlich keinen Spin hat, obwohl wir ihn hoch angespielt haben. So, jetzt haben wir nochmal 23 Fuß, 8 Inches. Oje, oje. So, das heißt, da gehen wir auf jeden Fall hier hin. Okay. Ja, der wird uns richtig nach rechts abhauen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Gut. So den Bogen, okay. Ja, ist zu viel. Das war zu viel. Die Länge war gut. Ja, schade, schade, schade. Dann haben wir doch keine blitzsaubere Scorekarte, leider nicht. So, das Ganze in die Richtung. So. Okay, a shake of the head as that one is finished off. And fortunately, the lead's still a comfortable one at a full 4 shots. So a superb round 1 for our featured golfer. Rarely do you see this kind of separation at the top after one round, Frank. It's such a huge lead, Rich. You know, basically, the rest are now chasing. I know it's only one round, but you know, I'd rather be 4 in front than tied, that's for sure. Huge lead. So that's a wrap for all of us at EA Sports PGA Tour. Thanks for coming along. We'll see you next time on the road to the Masters. Ja, und auf dieser Road sind wir mit einem richtig guten Ergebnis. Minus 9, natürlich Wermutstropfen, die 18, aber das wusste ich vorher schon, dass die doch ja heikel ist und dass man die nicht unterschätzen darf. Und da war halt ach, doch das Eisen einfach ein bisschen zu lang und ist uns durchgerollt. Aber nun gut, aber im Endeffekt war es der Pitch, der uns ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Wir wollen nicht trauern oder uns beschweren. Wir haben eine ordentliche Minus 9 hingelegt hier zur Eröffnungsrunde. Das heißt, die Kollegen wissen jetzt, wo hier der Hammer hängt. Wir haben eine 62 gespielt, haben einen Vierschläger oder Vierzähler Vorsprung und das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben hier wirklich die Optionen, wenn wir konzentriert weiterspielen, die nächsten 3 Tage hier tatsächlich unseren ersten Toursieg zu machen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr unbedingt hier ein Abo dalassen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und wenn es euch gefallen hat, was wir hier gespielt haben, dann auf jeden Fall gerne ein Däumchen. Ich freue mich auch wie immer auf eure Kommentare und sage jetzt erstmal an der Stelle wieder mal ein schönes Spiel, darf ich euch wünschen. Hat mich gefreut. Hab viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns next time.